Hallo, wir wollen uns heute etwas genauer mit der Wechselspannung beschäftigen. Du solltest dazu über einige Gesetzmäßigkeiten der elektromagnetischen Induktion Bescheid wissen. Wir lernen heute, wie mit einem Oszilloskop Wechselspannungen und Wechselströme sichtbar gemacht werden können. Wie die physikalische Größe der Frequenz für den Wechselstromkreis definiert ist und welche Bedeutung die Effektivwerte im Wechselstromkreis haben. Wir wiederholen hier Aufbau und Funktionsweise eines Wechselstromgenerators. Wir betrachten zunächst eine Leiterschleife in einem Magnetfeld. Die blauen Feldlinien verdeutlichen das Magnetfeld. Nun soll sich die Leiterschleife im Magnetfeld drehen. Dazu betrachten wir weitere Bilder. Zu Beginn steht den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.